Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Coral Island. Wir wollen mal gucken, was der Tag heute bringt und wir haben auch neue Rezepte gelernt. Und zwar können wir jetzt hier Steintruhen herstellen. Für 50 Steine würde ich eher machen als Holztruhen momentan, weil wir einfach mehr Steine zur Verfügung haben. So, An Thomas, wie läuft's auf der Farm, Liebes? Wir haben ein paar Artikel über das Kirschblütenfest auf Coral Island gelesen. Das Fest sieht wunderschön aus. Ich glaube, ich habe dich auf einigen Fotos erkennen können. PS, Ashley ist schwanger. Ja, und wir haben etwas von Oma geschickt bekommen. Gucken wir mal, was das ist. Ein Vitamindrink, ein Energydrink, der vor Vitaminen nur so strotzt. Wunderbar. So, da sind 5 Barren fertig geworden. Nehmen wir die mal mit und 20 Holz. Dann können wir nämlich unsere Spitzhacke jetzt mal verbessern heute. Haben wir in den letzten Tagen nicht gemacht, weil ja, es einfach geregnet hat. Da hat es sehr mehr Sinn ergeben, in die Mine zu gehen. So, das war die erste Reihe. Doppelte Ernte, yay! Ich habe das Gefühl, dass die Pflanzen, die man mehrmals ernten kann, nicht ganz so ertragreich sind vom Geld her. Aber dafür, dass wir sie halt öfters verkaufen können, wiegt sich das, glaube ich, auch wieder auf. Die Pflanzen, die halt nach einmal ernten dann weg sind, ja, haben ein bisschen mehr Ertrag, habe ich das Gefühl. Kann man natürlich nochmal kontrollieren, wenn man möchte. Aber ja, ich spreche jetzt momentan nur von dem Gefühl. Allerdings ist es natürlich weitaus angenehmer, nicht immer nachpflanzen zu müssen. Ich glaube, wir werden uns in Zukunft darauf konzentrieren, ja, eher die wiederkehrenden Pflanzen zu nehmen. Aber vorher werden wir in allen Jahreszeiten definitiv erstmal alle Pflanzen auch anbauen, damit wir von allen etwas haben. Hier sind nämlich jetzt wieder einige Felder frei und dann müssen wir mal gucken, was wir da jetzt anpflanzen. Und den 17., also es sind noch gut 11 Tage, glaube ich, bis zum Monatsabschluss. Beziehungsweise ja, zum Jahreszeitenabschluss. Dann ist der Sommer auch schon wieder vorbei. So, und unsere Gießkanne ist leer. Ja, heute ist windig. Ein Sommer mit einer schönen Brise. Dann geht's mit der Reihe weiter. Upsala, so rum.
Okay. Ja, gleich haben wir alles fertig. War schön, dass wir das die letzten Tage nicht machen mussten. So, ich kontrolliere noch mal so ein bisschen stichprobenartig gerade. Glaube, wir haben aber alles. Okay. Dann holen wir uns noch mal neue Samen. Gucken mal, was können wir denn hier noch mal anpflanzen? Ich würde sagen, die Radieschen ruhig. Die haben wir eh schon angebrochen. Ja, zwei Plätze hätten wir noch über. Soll dann erstmal reichen. So, die kommen wieder rein. Und dann müssen wir natürlich mal gucken, was wir uns jetzt aufbewahren. Hier die Tomaten, die Peperoni, der Mais, alles, was so andere Qualität hat, werden wir jetzt auch nochmal aufbewahren, weil scheinbar werden die Sachen dann auch teilweise nochmal verlangt. Okay, das sieht doch gut aus. Gut, Leute, weiter geht's. Einmal ab zum Schmied, es ist Mittwoch. Wir werden unsere Spitzhacke heute verbessern. Und ich möchte ganz gerne mal beim Schreiner vorbeischauen. Ich möchte nämlich gerne wissen, ja, was wir brauchen, um unser Haus zu erweitern. Das muss ja auch mal losgehen. Bitteschön. Ich danke dir, das ist sehr großzügig. Und jemand anderes ist nicht hier. Gut. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht auch die Geoden ja mal aufbrechen. 8 Stück haben wir. Schwarzer Opal. Ja. Pinker Kristall. Diorit. Jaspis. Einige von denen haben wir schon. Ich glaube, der neueste ist jetzt dieser hier. Roter Beryl haben wir auch noch nicht, meine ich. Okay, cool. Und ja, Werkzeuge aufwerten natürlich. Hier brauchen wir die Bronzespitzhacke als nächstes. Und die können wir dann morgen wieder abholen. Also, wenn es morgen regnet, können wir trotzdem in die Mine gehen. Bitteschön, auch dir schenken wir eine Blume. Wir sparen uns jetzt die Gespräche erstmal, denn ich möchte ganz gerne. Ja, wie gesagt, beim Schreiner vorbei und jetzt gerade auch nochmal einen Abstecher zum Museum machen, um die neuen Errungenschaften zu präsentieren. Okay, Diorit haben wir auch noch nicht. Ich glaube, den habe ich aber bei uns schon gesehen in der Kiste. Ein gewöhnlicher Kristall mit violett-grauer Färbung. Lepidolit. Ein Diorit, sehr widerstandsfähig. Dieses Gestein ist wegen seiner Härte schwer zu bearbeiten. Und roter Beryl soll böse Geister fernhalten. Ja, wunderbar. Da haben wir auch schon wieder einiges abgegeben. Bitteschön. Oh, wie großzügig. Vielen Dank. Nichts zu danken. So, dann wollen wir mal zum Schreiner runter. Vielen Dank, Thomas. Kein Problem. Sind Sie sicher, Thomas? Okay, scheint sie irgendwie nicht so zu mögen. Ich glaube, sie mag generell nicht so die. Wie heißt sie noch? Dinda. Gucken wir mal nach Dinda. Okay, mag sie. Macht jetzt irgendwie nicht so den Eindruck, aber okay. Ja, Haus aufwerten für Bronzebarren, Silberbarren brauchen wir. Okay, da scheitert es wieder dran. Aber Stein und Holz haben wir auf jeden Fall. Bronze haben wir auch genügend. Silberbarren müssten wir jetzt vielleicht in dem anderen Bereich der Mine freischalten,
Da wir ja jetzt die Wassermine dazu bekommen, müssen wir mal gucken. So, wir schenken weiter den Dorfbewohnern hier die Blumen. Vielen Dank, mein Freund. Kein Ding. Machen wir doch gerne. Ja. Ach so, Granit haben wir. Okay, das sieht ziemlich ähnlich aus hier mit dem Diorit. Den Schwarzopal haben wir schon abgegeben. Und ja, die Pinkkristalle können hier auch mit rein, genauso wie der Jaspis. Wir sammeln wieder halt so lange, bis wir 5 haben. So, Samen können hier mit rein. Zack, zack. Und da verkaufen wir dann die eine Schalotte. Gut, dann gehen wir mal zum Strand runter und schauen mal, was wir da noch so ausrichten können. Ein Soldatenkäfer. Yay. Und auch hier finden wir wieder Blumen. Blumen ohne Ende. Doppelter Fang. Sonst noch mal gucken, wo wir Fähigkeiten eintauschen können. Außergewöhnlicher Holzfäller, 2%ige Chance, Hartholz zu gewinnen. Und Mine, höhere Chance, umgebende Steine mit Schürfen zu zerbrechen, 10%ige Chance. Kämpfen können wir erhöhen, erhöht den Schaden, den alle Waffen zufügen, um 20%. Und was haben wir hier? Einen kritischen Treffer zu landen. Ja, erhöhen wir mal den Schaden von allen Waffen erstmal. Ja, hier können wir, wie gesagt, erstmal noch nichts weiter ausrichten. Ja, darauf müssen wir auch noch hinarbeiten. Okay. Bitteschön, das ist cool. Ich danke dir. Kein Problem. Oh, sieh sich das mal einer an. Was für eine nette Überraschung. Ich denke, das kann ich gut gebrauchen. Ja, gucken wir hier noch mal rum. Der Fischer ist gerade nicht da. Aber würde ich sagen, gehen wir mal zum Strand runter und sammeln noch mal ein paar Muscheln. Die wollen wir natürlich auch nicht liegen lassen. Okay, cool. Bronze Seetang. Herzlichen Dank. Oh, Sie haben, danke. Ich danke dir vielmals. Ja, sehr schön. Vielleicht schauen wir heute in der Kneipe mal vorbei. Da sind ja auch immer sehr viele Leute. Dann werden wir ein paar unserer Pflanzen los hier heute auf dem Mittwoch. Das ist gut, ich danke dir. Ja, die meisten stehen einfach auf Blumen. Das ist so. Deswegen verschenken wir die auch immer. Auf das bisschen Geld können wir verzichten. Irgendwann sind die Dorfbewohner alle zufrieden und mit uns befreundet. Und dann können wir auch die Blumen verkaufen. Ach, guck mal, er chillt hier. Vielen Dank dafür, kein Problem.
Und wir kriegen auch immer mal wieder neue Pflanzen dazu. Also auch kein Thema, dass wir da mal in einen Engpass geraten. Vielleicht im Winter mal, ja. Oh, das ist nett von dir. Ja, gehen wir mal runter in die Kneipe, ins Wirtshaus hier. Oder Restaurant, was auch immer. Guck mal, wer so sich aufhält. Der Bürgermeister, den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich schulde dir was, Dankeschön. Ich bin so gerührt, dass du mir das schenkst. Ich wünschte, ich hätte auch etwas für dich. Achso, den haben wir schon beschenkt heute. Kann man auch mal schnell durcheinander kommen hier. Okay, sonst keiner hier. Das ist aber schade, dass es so leer hier ist zu so später Stunde. Er geht auch nach Hause. Ah ja, guck mal. Da werden wir nochmal eine Blume los. Ich hoffe, das war nicht zu viel Mühe. Ich nehme es an. Vielen Dank. Können wir so einen Bronze-Seetang eigentlich auch abgeben? Mal gerade gucken. Ich glaube nicht. Nö. Okay, dann machen wir uns mal langsam auf den Weg nach Hause. Was ist denn hier noch so zu holen? Nix. Ja, dann verkaufen wir die Muscheln natürlich wieder. Den Lapara-Schwärmer, die fliegen. Den Soldatenkäfer haben wir scheinbar auch schon mal verkauft. So, Bronzeseetang können wir auf jeden Fall auch einmal verkaufen. Dann wissen wir, was der bringt. Und ja, Brunnenkresse kann weg. Der Rest findet hier erstmal wieder seinen Platz drin. Beziehungsweise hier bei den Samen. Wie lange braucht der denn hier noch? Okay, das dauert echt lange. So, ist hier mal was passiert? Produziert Honig. Müssen wir vielleicht Wespen dort platzieren? Bienen haben wir ja nicht. Glaube ich zwar nicht, aber... Nö. Okay, wir haben welche hergestellt, aber irgendwie, ja, bringt das nicht so viel. So, Steine. Dann werden wir uns jetzt mal ein paar Kisten herstellen. Ich glaube, 5 reichen erstmal für den Anfang. Und da müssen wir natürlich auch noch gucken, dass wir das hier irgendwie leer bekommen. Okay, gibt's kein Button, der alles irgendwie rüberzieht. Schade. Dann müssen wir das kurz einzeln machen. Ah, dann freue ich mich schon, die Kiste zu befüllen, zum Beispiel mit, ja, Tieren. Okay, jetzt kommen wir schon wieder zu Problemen. Wie bauen wir die jetzt am besten ab? Mit einer Axt. Okay.
Da müssen wir nämlich nicht mehr in 1000 Kisten nachschauen, sondern nur noch, ja, hoffentlich in einer zukünftig. So, gucken wir die anderen auch gleich mal durch. Ja, das waren dann wohl erstmal alle Tiere. So, dann können wir die tatsächlich schon abbauen sogar. Wie sieht es jetzt hier aus? Da würde ich dann daneben nochmal eine platzieren. Dann können da nämlich diese Sachen rein. Muscheln, alles was so aus dem Meer kommt. Bis auf Fische vielleicht. Da würde ich sogar die Meerestiere mit reinpacken. So, Seetang hatten wir ja sonst nirgends drin, oder? Nö, das sieht nicht so aus. Okay. Sehr gut, dann ist der auch weg. So, es wird spät. Den können wir erstmal so lassen. Das ist unser Frühlings... unsere Frühlingskiste. Genau, die würde ich halt erstmal so lassen. Das ist unsere Sommerkiste. Die würde ich dann auch erstmal so lassen. Und die beiden Sachen würde ich dann halt hier nochmal mit dazu packen. Ja, den Rest kann man eigentlich erstmal so lassen. So, da würde ich dann hier nochmal die restlichen Kisten reinstellen und dann beenden wir den Tag. Haben die restliche Zeit, glaube ich, nochmal gut genutzt. So, ab in die Falle. So, wir haben einmal die Landwirtschaft weiter nach vorne gebracht, Ebene 9 hier, also Stufe 9. Maximale Energie erhöht sich und Geschicklichkeitspunkte bekommen wir und auch die Beziehungen haben wir hier teilweise wieder verbessert heute. Und fast 3000 Goldstücke haben wir wieder eingenommen. Cool. Gut, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Schaltet gerne wieder ein, wenn es weitergeht. Und lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Bis dahin.